Hallo zusammen, ich war beim Friseur, ich kann mich wieder vor die Kamera trauen. Ich möchte in diesem Film, gehe ich zuerst ein über den DAX, dann LVMH, da wurde ich nachgefragt, und Nike, und dann den Spread DAX gegen Nasdaq. Das kurz zum Sagen, wir fangen mit dem DAX an. Dieser Bereich hier, da habe ich das letzte Mal einen Film gemacht, Mittwoch, glaube ich, habe ich das erwähnt. Dieser Bereich hier, das sind nach wie vor die 18.633 bis 40, war erneut ein Widerstand. Das sind zwei sehr unschöne Kerzen. Dem folgte dann der Absturz auf die 20-Tage-Linie und heute haben wir die benutzt, ein bisschen als Sprungbrett. Im Moment, wir haben Mittwoch, 10. Juli, 19:10 Uhr, handeln wir bei 18.437 plus 1,2%. So. Und das haben wir jetzt also erstmal als Sprungbrett benutzt. Nach wie vor bleibt das hier Widerstand und das hier ist die meines Erachtens nach wichtigste Unterstützung bei 17.933 sowas. Das ist dieses Low verbunden mit dem unteren Band. Die Bänder, gehe ich gleich mal darauf ein, die laufen beide zusammen, sodass ich momentan noch nicht davon ausgehen kann, dass wir das hier erneut überbieten, drüber schließen und dann hier auf die 18.630 gehen. Ich finde, die Einzelwerte sind ziemlich schwierig zu handeln momentan. Das ist also gar nicht so einfach. Ja, da war jetzt, es wird sehr viel geachtet auf das, was die Analysten sagen. Wir hatten das vor 2 Tagen bei BMW. Also es wundert mich ein bisschen. Ich weiß nicht, wer sie hochgehoben hat. BMW mit Ziel 109. Da ging es auch kurz hoch, fielen gleich wieder ab. Heute sind sie wieder einer der besseren Werte. Ich finde es nicht einfach momentan. In der Zwischenzeit Volkswagen und auch Daimler, sprich Mercedes, die kommen hier so ein bisschen runter. Mercedes heute mal ein bisschen besser zum Schlusskurs. So, also die Bänder gehen zusammen. Ich glaube, dass wir innerhalb der Bänder bleiben. Selbst wenn das obere nicht halten sollte und wir das überbieten, spätestens hier bei 18.636 Schluss. MACD völlig neutral, Stochastik um die 50 rum, völlig neutral, gibt kein neues, frisches, sinnvolles Signal. Gucken wir mal auf die 4 Stunden, weil für das Daytrading, also mit Sicht auf mehrere Stunden, jetzt nicht die 10 Minuten Scalpen hin und her, ist das ein ganz interessanter Markt hier. So, jetzt sind wir hier auf 4 Stunden. Da sind die Kurse oder die Bänder noch mal ein bisschen ausgegangen. Wir bewegen uns, das ist die 200, nicht Tage, sondern Stundenlinie. Ich gucke da nicht so drauf. Ja. Aber es ist interessant, dass wir genau bis dahin gelaufen sind. Wir haben noch ein positives Stochastik. Wir haben weiterhin ein positives MACD. Deswegen halte ich es für durchaus möglich, dass wir im Extremfall sogar diese 18.634 sehen können. Das hier sind die gleichen Scheine wie am Freitag und am Mittwoch. Da haben sich lediglich die Hebel geändert. Der hier, als ich den das erste Mal vorgestellt habe, dieser Put, hat einen Hebel von 46, das ist ja schon mal runter auf 42 und er war auch schon runter auf, ich meine, es waren 31. Ich habe irgendwann mal drauf geschaut. Das sind also die gleichen Scheine. Ich sehe nicht ein, dass ich da irgendwie was Nennenswertes ändern muss. So, jetzt wurde ich gefragt zu LVMH. Also ich habe zum DAX nicht mehr zu sagen, gebe ich ganz ehrlich zu, da ist nichts. LVMH, mein Problem mit den ganzen Luxusgütern, LVMH, Kering, ich nehme auch Pernod dazu, ja, weil Pernod exportiert viel nach China. Auch L'Oréal ist, dass ich nicht weiß, was die Chinesen machen. Die lassen diese ganze Zollgeschichte nicht auf sich sitzen. Würde mich sehr wundern. Deswegen LVMH, hochinteressant. Heute haben wir dieses Gap, vielleicht erinnert ihr euch, das war am 25.01., da ging es am nächsten Tag hoch auf 779. Ja, die sind fast 100 Euro gestiegen in einem Tag. Ging weiter hoch. Und jetzt, ich bin ja nicht so ein Freund von diesen Trends hier, aber der ist einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal bestätigt und liegt per Morgen bei 720. Das Gap ist geschlossen. Wir waren am unteren Band. Wir haben heute einen Hammer. Die Technik ist auf Tagessicht sehr tief, ohne in der Stochastik bisher auch nur den Hauch eines Kaufsignals zu geben. Kaufsignal nach wie vor wäre sowas. Man hat es in diesem Fall damals gebracht, 37 auf 66, immerhin 30 Euro. Das ist okay, da kannst du nicht meckern. Das sind rund 5%. So, das heißt, hier sind wir positiv, aus dem Band raus, ins Band rein. Hier ist momentan noch nichts über das MACD, weil der Trend ist im Moment noch negativ. Richtig abgehen tut die Luzi, allerdings erst über 740. Da sind wir 40 Euro von schon weg.
Aber ich denke, vor dem Hintergrund, ich weiß nach wie vor nicht, was die Chinesen machen, wenn da irgendwas Böses kommt, muss man mit rechnen, und dann haut es auch nochmal rein. Dann können alle Kering, L'Oreal, wie sie alle heißen, da können die alle mal 5-10% an einem Tag verlieren. Denn nach wie vor China ist ein großer Markt für die. Aber wir haben das Gap geschlossen, das heißt, der Chart ist komplett sauber, da ist nichts. Ich muss sagen, ich würde die nicht mehr short gehen auf diesem Niveau. Ich habe heute, gebe ich auch zu, auch mal die ersten so 10% gekauft, dessen, was ich haben will. Ich habe es nicht in K.O.-Schein gemacht, ich habe das in der Aktie gemacht. Mein Stop liegt allerdings hier, 6,85 minus 15 Euro bei 6,70. Da lasse ich mich rausstoppen. Dann ist es mir nicht wert, aber momentan liegt es, ich glaube, 5 Euro vorne oder sowas. Und das lasse ich mal laufen. Ich bin gespannt, was wir hier tun, und ich rechne damit, dass wir das sehen werden. Die Nike, ist auch der Tageschart. Ja, ihr erinnert euch, neulich haben sie dann gesagt, ist alles nicht so toll. Und da kamen schon die ersten auch unter YouTube in den Kommentaren. Ich habe mal dagegen gehalten. Ich warne immer vor diesem Dagegenhalten, wenn solche Dinger kommen. Meistens ist es ja so, ich sage das immer wieder, dass der Bewegung, auch abwärts, entgegengesetzte Wand, muss drehen. Das tut es jetzt. Jetzt kann ich sagen, das ist ein Dreh. Wir sind technisch sehr tief. Wir bekommen eine Mini-Stabilisierung, und ich sage ganz bewusst Mini-Stabilisierung über das MACD. Wer short sein sollte, das Glück hatte, dass er hier irgendwo short ist, der muss seinen Short zumachen. Für einen Long, ich habe es noch nicht gemacht, aber ist es durchaus möglich. Ein besserer Long kommt erst, wenn wir hier eine Stabilisierung erfahren über die Stochastik. Das ist ganz langsam, kann man anfangen, aber ganz langsam. Ich habe damals auch auf YouTube geschrieben, weil da brauchst du Zeit und du musst auf ein Umkehrsignal warten. Ich habe noch kein Umkehrsignal, aber über das Band pass mal auf, das könnte jetzt hier langsam so seitwärts korrigieren. Seitwärts oder bis hoch zu 20-Tage-Linie, die ja deutlich und fett fällt. Ja, und dann haben sie durchaus mal Platz bis zu 80. Wäre ich trotzdem ein bisschen vorsichtig. So, jetzt habe ich den Spread. Wo habe ich jetzt hier meine Unterlagen? DAX gegen Nasdaq. Ich mache mal den Nasdaq-Schein, also den Nasdaq rein. Steigt und steigt und steigt. Interessant ist, es sind klitzekleine Kerzen, immer wieder, also Mini-Dinger. Das sind nicht so große hier wie das hier, sind es nicht. Die Umsätze sind in Ordnung, die Verdächtigen sind die gleichen, die Nvidia, die Meta, die Alphabet, Amazon, also das sind die gleichen. Die steigen jeden Tag ein wenig. Nvidia heute ein bisschen mehr mit 2,3%, gestern war es, glaube ich, Meta. Die steigen immerhin ein wenig. Wir sind natürlich von der Technik her hier noch in Ordnung, gelten allerdings als wahnsinnig hoch. Ich habe nicht den Hauch eines Verkaufssignals, muss ich ganz klar sagen, habe ich nicht. Der Spread zwischen dem DAX und dem Nasdaq, den ich immer mal wieder erwähne, und ich mache auch jetzt schon mal die Scheine rein hier, zack, dass ihr die habt, ist im Moment bei ziemlich genau 2200 Punkten. Und das ist viel. Dieser Spread kann sich durchaus noch aufbauen auf so 2,5, 2,6, 2,7, das ist möglich, aber ich werde ab morgen anfangen, diese Position zu spielen, indem ich mir einen Put auf den Nasdaq kaufe und einen Call auf den DAX. Das soll jetzt nicht heißen, nicht falsch verstehen, dass jetzt ich erwarte, dass der Nasdaq da, was weiß ich, 57% fällt. Nicht, das ist nicht der Punkt. Nur oftmals ist es so, dann steigt dann der DAX 1% und der Nasdaq macht gar nichts oder fällt vielleicht, das hatten wir vor 3 Wochen, fällt vielleicht 1%, dann sind das gleich mal 400 Punkte. Ich finde den Abstand von 2200 Punkten groß, wirklich groß. Vor, ja, ich glaube, 2 Wochen waren wir irgendwo bei 1200 noch, sind hoch auf 1800, zurück auf 1200 und jetzt sind wir schon bei 2200. Ich denke einfach, dass sich das reduziert. Ob jetzt der DAX steigt oder Nasdaq fällt, ist mir dann in dem Moment ziemlich egal. Ich glaube nur, es wird wieder so Tage geben, wo der DAX dann halt mehr als 1% steigt und die Nasdaq gar nichts macht. Und dann sind es auch 1880 Punkte. Das ist eigentlich so, wie ich das spielen kann. Mein Ziel sind von 2200 erstmal 1700 Punkte. Ich gehe hier nicht mit der vollen Position rein, sondern ich mache nur 10%. Und diese Freunde hier liegen zwischen 22 und 18 Euro. Das heißt, wenn ihr 100 Scheine kauft von dem einen und dem anderen, seid ihr gleich bei 4000 Euro. Das ist also keine kleine Position, das kann man aber auch mit 50ern machen. Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Ich mache nur 10% jetzt erstmal. Ich muss davon ausgehen, dass wir noch ein bisschen höher gehen können. 2,3, 2,4, 2,5, sowas in der Art. Ich will also auf jeden Fall noch Pulver trocken halten.
Aber ich bin auch fest davon überzeugt, Wahljahr Amerika hin oder her, dass das sich irgendwann reduziert. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.